Wenn Pferde um die halbe Welt fliegen, um an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilzunehmen, dann ist das eine große Sache. Die deutschen Pferde sind im belgischen Lüttich gestartet. Hier gibt es sogar ein spezielles Flughafen-Pferdehotel, in dem die Pferde vor dem Abflug untergebracht werden. Von hier führt ihre Reise mit der Emirates Sky Cargo Boeing nach Dubai und von dort nach einer etwa 90-minütigen Pause zum Tanken und Crewwechsel weiter nach Tokio. Während der Olympischen Spiele und den Paralympics werden insgesamt 325 Pferde in 14 Flügen nach Tokio geflogen. Alle Pferde befanden sich vor Abflug in einer 7-tägigen Quarantäne und absolvierten eine 60-tägige Gesundheitsüberwachung und wurden auch vor dem Abflug nochmal tierärztlich untersucht. Die Pferde werden in 19 Flyboxes mit je 2 Tieren transportiert. Für ihren Komfort und ihre Sicherheit sorgen Pfleger und ein Tierarzt an Bord. Und im Gegensatz zu zweibeinigen Passagieren bekommen die Pferde nicht nur ihre Bordverpflegung, sondern auch während des gesamten Flugs Heu und Heulage zum Naschen. Der Flug dauert insgesamt 18 Stunden und 15 Minuten. Im Frachtraum der Maschine sind es angenehme 14 bis 15 Grad Celsius. Wohlfühltemperatur für die Pferde. Und die komplexe Logistik für diese massive Luftbrücke wurde von dem Transportagenten Peden Bladstak koordiniert, der seit Rom 1960 für den olympischen und paralympischen Pferdetransport verantwortlich ist. Außerdem befinden sich insgesamt 12.000 Kilogramm Futter, 13.500 Kilogramm Ausrüstung und pro Pferd zudem 40 Liter Wasser an Bord. Interessant zu wissen, das durchschnittliche Dressurpferd wiegt etwa 630 Kilogramm, ein Springpferd 610 Kilogramm und ein Vielseitigkeitspferd nur 515 Kilogramm. Ein Konvoi von 11 hochmodernen klimatisierten Pferdetransportern des japanischen Rennsportverbands transportiert die kostbare Pferdefracht und 13.500 Kilogramm Ausrüstung auf dem letzten Transfer vom Flughafen zum Pferdesportzentrum. Insgesamt 185 Lkw-Fahrten sind nötig, um alle Pferde zum Olympischen Reitpark zu befördern.